Gehen ist das zentrale Thema meines Coachings. Ziel ist es dabei, 10.000 Schritte täglich zu gehen. Am natürlichsten ist natürlich das Barfußgehen. Barfußgehen schont die Gelenke, die Knie, die Hüften und ist auch eine sinnliche Erfahrung. Ja, ich war heute in Palma und habe diese Schuhe mitgebracht. Das sind auch Barfußschuhe, die sind von der Firma Leguano. Das ist der dritte Laden, der bereits hier auf der Insel aufgemacht hat. Und ich bin ganz gespannt. Ich habe sie in Schwarz, die gibt es auch in Gelb und in Weiß. Und ich werde sie heute ausprobieren. Und heute Abend erzähle ich euch, wie es mir gegangen ist. So, ich war jetzt den ganzen Tag unterwegs. Hier sind meine Schuhe. Für jemanden, der nicht viel barfuß geht, ist das Ganze natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man setzt den Fuß schon ganz anders auf und das ist auch das Gute an der Sache. Dadurch, dass wir den Fuß zuerst vorne aufsetzen und später mit der Ferse, schonen wir die Knie und die Hüftgelenke. Es werden also die Stoßkräfte bereits hier vorne abgefangen. Wenn man so aufsetzt, knallt es richtig in die Knie, in die Hüfte und bis in die Wirbel rein. Also das ist das natürliche Gehen, das Barfußgehen. Ja, mein Resümee, dieser Schuh ist ein super Ersatz zum echten Barfußgehen. Also wenn es draußen zu kalt ist oder zu schmutzig und in der Stadt möchte man ja auch nicht unbedingt barfuß gehen, ist das ein perfekter Ersatz zum echten Barfußgehen. Die Schuhe sind super gearbeitet, in Deutschland handgefertigt, schadstofffrei und das erklärt den vielleicht etwas hohen Preis. Der Tragekomfort ist super und die sehen auch gut aus. Also noch ein Vorteil, die sind ganz leicht, die Schuhe wiegen fast nichts. Man kann die auch so einrollen, zusammenknuddeln und die passen im Grunde in jede Handtasche, also in jede größere Handtasche oder in das kleine Reisegepäck. Und man hat immer Schuhe dabei, die bequem sind, vielleicht sogar für die Arbeit. Also ich bin begeistert. Ja, ich habe noch eine Empfehlung. Kaufen Sie die Schuhe doch im Laden. Ich finde es wichtig, gerade bei Schuhen, die anzuprobieren. Da spürt man gleich, ob man sich drin wohlfühlt oder nicht. Auf Mallorca gibt es inzwischen drei Läden, einen davon in Palma.